Ihr seht es an meinem Trikot. Heute geht es auf Schalke. Ich bin super aufgeregt. Wir haben 9 Uhr früh, weil Schalke meint ja, zweite Liga um 13 Uhr spielen zu müssen. Deswegen müssen wir jetzt schon los. Letzte Woche gegen St. Pauli 3:1 gewonnen. Ich wünsche, ich wäre da gewesen. Ich habe es nur zu Hause geguckt. Ultra nice. Deswegen, ja, let's go. Tim, das Wichtigste für dich fehlt noch. Blau und Weiß ein Leben lang. Für dich. Und ich habe einfach, guck mal, ich habe so einen Kinderschal von ganz früher noch, aber guck, wenn ich mir den umlege, passt es einfach perfekt. Zack, Schal, Trikot, passt. Ach, du fährst, oder? Nein, ah, nee. Ich muss ja filmen. Okay. Können wir ab der Hälfte wechseln? Der Himmel nur blau und weiß. Und hast du Bock? So, eigentlich ist ja so ein bisschen mehr als eine Stunde fahren nach Gelsenkirchen echt nicht weit. Und obwohl ich ja daher komme, mache ich es viel zu wenig, sei es jetzt mal irgendwie, wenn Schalke nicht spielt oder auch an Spieltagen. Ich glaube aber, das liegt einfach daran, dass ich einfach keine Freunde habe, die Schalke-Fans sind. Ich habe in Köln wirklich, ich kenne 2, 3 Leute und einer davon ist mein Bruder. Und wenn man halt auch niemanden hat, mit dem man fahren kann, macht es halt irgendwie auch nur so halb Spaß. Wie cool wäre das, wenn man sich irgendwie in Köln am Hauptbahnhof trifft und dann einfach so gemeinsam alle zusammen, schon in Montur, vielleicht mit dem ersten Bier, dann nach Schalke fährt. Es wäre so cool. Naja, vielleicht finde ich irgendwann mal ein paar Schalker-Freunde. Love is a highway, I wanna run it all night long. So, wir haben jetzt hier geparkt, ausnahmsweise mal. Normal parke ich mich immer bei meiner Tante und fahre dann mit der Bahn rein. Aber meinauto.de hat uns Parktickets gegeben und auch die Tickets haben wir heute von meinem Auto. Deswegen danke an dieser Stelle. Und man sieht es schon hier direkt aus dem Parkhaus raus. Die Arena, ich glaube, näher kann man gar nicht dran parken. Auch hier richtig cool mit den Trainingsplätzen. Wie spielen die jetzt sowas? Ja, hier, wir sind da. Gibt es auch Sitzplätze oder müssen wir jetzt hier stehen? Das Wetter ist so schön, es hätte uns deutlich schlechter treffen können. Fun Fact, Tim ist heute einfach das allererste Mal im Stadion. Und nicht nur das allererste Mal hier auf Schalke, sondern er war einfach noch nie im Stadion. Wie ist das Gefühl hier am Stadion? Fühlt sich ein bisschen so an wie so ein Sonntagsausflug. Schöne Sonne, spazieren gehen. Ich glaube, sobald wir in die Arena reingehen, hast du ein bisschen weniger Ruhe. Aber wir laufen jetzt hier nochmal an den Trainingsplätzen vorbei zur Geschäftsstelle und zum Fanshop. Denn Tim hat noch kein Schalke-Trikot. So, wir laufen jetzt hier noch an der Geschäftsstelle vorbei. Letztes Jahr auf Malle habe ich Hannah ein Schalke-Trikot geliehen und dann hatte sie mir nur das hier geschrieben, was an Wunderbar, wenn jemand Glück auf sagt, weil einfach jemand außen zugelaufen ist und meinte so Glück auf. Und sie wusste nicht, was sie sagen soll. Ich hoffe, das passiert ihr dann nicht. Glück auf. Glück auf. Ich bin sehr gut vorbereitet. So, wir sind jetzt hier bei den Trikots. Ach, guck mal, hier fast ist gefunden. Würdest du sagen, steht mir? Ja. Also es ist jetzt so, dass das normale Trikot nur noch ein S und ein XXL gibt. Ist ein bisschen, oder XXXL, ne? Und das Torwart-Trikot gibt es noch und ich mag das Grün. Ich finde es richtig schön. Oh. Das sieht schon ein bisschen sehr cool aus hier irgendwie. Dann lass mal's. Nee, dir steht blau schon besser. Ja, das heißt, wir kaufen jetzt kein Trikot, aber egal, dann bestelle ich dir mal eins. Kriegt das zum Geburtstag, der 2 Monaten Geburtstag. Du bist ja neben Gelsenkirchen auch eine Zeit lang auf dem Dorf aufgewachsen. Ich finde, das hier ist so übelst, ist wie so ein Dorffest. Echt? So die Bierstände und so. Hattet ihr das nie? Doch. Sonntagnachmittag Fußballspiel auf dem Dorf. Mit 60.000 Leuten. Ja, okay, das ist vielleicht ein bisschen größer. Krank, wie viele Massen hier einfach sind. Vor allem, ich sehe es halt einfach nicht, weil ich einfach zu klein bin. Du siehst nur die 10 Leute um dich herum. Halt wirklich, ne? Da gibt's Bratwurst, da gibt's auch Bratwurst. Ich finde so krass, dass eine Bratwurst hier nur 3,30 Euro kostet. Ich war gestern nämlich in der Lanxess-Arena und habe für eine Bratwurst 5,90 Euro gezahlt. Danke. Du machst jetzt den Taste-Test. Ist kalt, aber lecker. Das tut mir leid. Schon mal ein schlechtes Omen für Schalke. Es ist so ein wunderschöner Tag. So ein tolles Stadion. Und aber jetzt mal ein bisschen hier. Aber zu einem anderen Thema. Also wenn ich mir vorstelle, ist das hinter mir. Also nicht mal mehr zweite Liga tauglich sein soll vom Sportlichen. Das ist so schade, weil die Fans sind auf jeden Fall Erstliga tauglich. Es ist so ein schönes Spiel einfach hier. Es ist für mich so krass Heimat. Ja, ich bin sehr happy. So, die Aufstellung ist jetzt da. Dieselbe Aufstellung wie gegen St. Pauli. Ich hoffe, dass es dann mit derselben Aufstellung auch so gut läuft wie letzte Woche. Mit Mörken Außenverteidigung links ganz nice. Mein Tipp für heute ist auf jeden Fall 2:1 für den S04 und das ist bei mir sehr selten, dass ich für Schalke tippe. Tipps normalerweise nicht für Schalke. Nee. Hallo, was bist du für ein Fan? Weil, wenn sie verlieren, hat man dann entweder freut man sich, wenn man gewonnen hat, oder man freut sich, wenn man richtig getippt hat. Ist das asozial? Ich sage heute 1:0 Karaman, dann wie immer, aber doch der Ausgleich. Und dann sage ich, Keke Top wird eingewechselt und der wird heute, weil letzte Woche war es knapp und heute wird er das Tor machen. Zum 2:1, dann werden wir richtig jubeln. Das ist meine Prognose. Also 2:1.
Ja, mit diesem Tipp und der Hoffnung auf den Sieg gehen wir jetzt rein. Hat geklappt alles. Westtribüne. C1, 3,15, Platz 3. Ja. Digga, wir haben alles verpasst. Guck mal, hörst du das? Hey, das ist schon die Aufstellung. Ja. Ich glaube, ich fand das ganz zu weit. Jetzt verpasst du das ganze Coole. Wir haben das Steigerlied schon verpasst. Das ist mein Ernst. Wie ist denn gerade so die schnell die Zeit rumgegangen? Boah, das finde ich richtig traurig. Wir waren auch alle dann schon früh hier. Es hat so lange gedauert. 3,15, Platz 3. Jetzt ein kleines Sorry vorab, denn leider ist irgendwas mit der Kamera schief gelaufen, sodass es ab jetzt ab und zu mal ruckeln kann. Es ist unser erster Stadionvlog, deswegen verzeiht uns, beim nächsten Mal wird es besser, aber mit eurem Gerät ist nichts falsch, nicht wundern. Okay, die erste Halbzeit ist jetzt fast rum, Schalke führt 1-0 durch den Elfmeter, klar. Normal, das Tor wäre natürlich schöner gewesen, aber auf Schalke darf man kein Anspiel haben. Man nimmt alles, ich habe Ultra-Hunger. Wäre natürlich geil, noch mit einem 2-0 in die Pause zu gehen. Aber schief, oder? Also wir stehen auch hier, weil wir haben uns für eine Bratwurst eingestellt und es hat doch sehr lange gedauert. Aber wir sind jetzt dran. Und du sagst noch, geh rein. Oh Mann, ich bin echt jetzt ein bisschen traurig, dass ich das Tor nicht gesehen habe. Vor allem, ihr müsst wissen, Tim sagt noch zu mir, ich war gerade noch im Klo, ich komme raus, Tim sagt zu mir, ey, geh schon mal rein, geh schon mal rein. Ich sage, also noch drei Leute vor uns, ist egal, bis dahin passt. Und genau 10 Sekunden später fällt es vor. Schmeckt übrigens die Bratwurst. Aber jetzt ist er jetzt gefallen und jetzt ist er wieder dran, wir müssen raus.
Schütze. Hat er 2-1 getippt. Aber wir sind auch 2-0 genommen. Wieso? Wenn ihr jetzt die ganze Zeit nur als Aufwand aus? Wir waren 61.475. Das ist von der Bahn und wir sind in der zweiten Liga. Was passiert? Guck dir jetzt recht, check das Eck noch um Elfer. Vielleicht dauert es. Boah, das wäre natürlich richtig geil. Okay, kein Elfer. Wäre natürlich sehr nice gewesen, den letzten Spiel. Aber egal, wir sind immer noch am Führen. Ich hoffe, dass wir einmal noch. 5 Meter für Paderborn. So schnell kann es gehen. Boah, bitte halt. Spielt noch, mal gucken, aber die können halt höchstens auf 28 nachziehen. Wäre halt geil gewesen, mit einem Sieg direkt hinter Elversberg halt zu springen vor Magdeburg. Und halt Elversberg, Magdeburg auch alle noch nicht gespielt darüber. Aber sieht auf jeden Fall schon ein bisschen besser aus als auch vor ein paar Wochen. Nächste Woche dann gegen Hertha. Ich war beim Hinspiel hier, das lief ja nicht so gut, aber dass es besser läuft, weil gegen Hertha der Sieg, der wäre schon super wichtig, um halt sich in dem Mittelfeld da die Punkte zu holen. Damit geht es zu Hause, aber zuerst muss ich jetzt noch schauen, wo meine Taylor Swift-Seats sind.